Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland. Hier habe ich eine weitere Flasche vom SMWS, Scotch Malt Whisky Society. Dieses Mal aus der Society Cask Number 7.232. Also 7 ist dann die Distillery Longmorn und die 200 und 32. Fass, was jemals hier von SMWS abgefüllt wurde. Deshalb dieses interessante Codierung. Bei SMWS ist es wichtiger, weniger wichtig, die Distillerie zu kennen. Wichtiger ist es, dann zu wissen, welche Farbe das ist. Ich habe hier von Tom Glass nochmal Dankeschön hier einer SMWS Markenbotschafter diese folgende Kategorierungen hier bekommen. Und wenn man genau darauf schaut, hier habe ich hier diese Farbe dieses Mal, sollte so ähnlich sein. Und das ist hier Juicy Oaken Vanille. Hihi, das finde ich immer gut. Also saftig Eiche und Vanille. Wenn wir ein bisschen dunkler gehen, dass wir dann ölig an Küste. Das wollen wir noch nicht. Das ist natürlich, was wir eher haben bei einem Old Pulteney oder dann bei einer zum Beispiel Glen Scotia manchmal. Und was es auch noch nicht ist, und das ist dann zu hell, ist diese Light and Delicate. Light and Delicate ist etwas, was wir manchmal hier auch kriegen können und kriegen wollen. Aber was wir haben, ist der 17 Jahre alte, immer noch mit 59,1% Alkohol bei Volumen. ABV. ABV. Also Alkoholstärke. Naturkorken, sehr, sehr gut. Ich bin immer ein bisschen jetzt hier überrascht, dass ein Whisky hier nach 17 Jahren immer noch 59,1% hat. Deshalb würde ich echt fast 20 € darauf wetten, dass dieses Fass nicht mit 63,5% abgefüllt wurde, sondern wie leider immer wieder der Fall auch mit 70% oder 68 oder sonst was. Womit werde ich es vergleichen? Für mich ist es primärer heute, denn ich habe hier 7.231, also der genaue Vorgänger davon, der 15 Jahre alt war und der in einem hier, das ist tatsächlich eine First Fill Bourbon Barrel und das hier ist eine Second Fill Ex Bourbon Barrel. Also hier haben wir 59,1, hier haben wir 59,9. Also auch da ist die große, große Frage, ob das tatsächlich mit 63,5% im Fass reinkam. Falls ja, wäre es denn mathematisch gesehen eine Angel Share von 0,4% ungefähr. Und das ist ein bisschen zu wenig, sogar für Schottland dann da. Aber wer weiß, wer weiß. Wir liegen jetzt hier, und das ist das Problem, Whisky Base Nummer 154276, das ist nicht das Problem, sondern wir liegen jetzt hier bei über 90 €. Also 94,90 € ungefähr mit allem, das aus Schottland das hier rüber zu bringen. Das ist schon ein bisschen mehr. Destilliert tatsächlich am 17. September 2002. 17 Jahre später, das heißt dann 2019, irgendwann abgefüllt oder Anfang jetzt hier tatsächlich 2020. Eine vom 185 Flaschen hier ist eine vom 172. Auch das frage ich mich, wie, wenn das jetzt hier ein First Fill Ex Bourbon Barrel ist und wenn das ein Second Fill Bourbon Barrel ist, der hat weniger Alkohol. Ja, gut, das ist 0,8% macht. Ich glaube nicht, dass 0,8% macht 13 Flaschen aus. Also, ach. Ja, gut. Andersrum muss man auch behaupten, sorry, es ist nicht nur Alkohol, der verdünstet, sondern auch Wasser. Also, der Volumen geht runter, so von daher ist das schon richtig. Also, da hat man aus einer, sag mal, einem Ex-Bourbon-Barrels 200 Liter, hat man 185 Flaschen rausgeholt, das ist ganz schön viel. So. Naja, ob das wirklich viel ist, also das sind 130 Liter, den man aus einem 200-Liter-Fass rausholt, denn da für 0,7-Liter-Flaschen. Also geht doch. Sorry, mein Fehler. Ich und Mathe manchmal. Meistens gut, aber nicht oft. Farblich tun sie sich beides nicht. Also der ist sogar ein Tick heller hier aus dem First Fill, aber minimal. 15, 17 Jahren.
Also der First Fill gefällt mir ein bisschen besser. Da war ein bisschen mehr blumige, vanillige Momente da drin. So, was haben wir hier? Ich bin dabei auf der SMWS-Seite hier und schau mal ein bisschen, was hier geschrieben wurde. So, Holunder wird geschrieben. Wachsige Zitronenschale. Hessian Cloth. Hessische Kleidung? Stoff? Kenne ich nicht. Scone Mix. Pfeffrig. Also beide sind sehr gut. Also da gibt kaum Unterschiede für mich, denn da festzustellen. Ist auch gut so. Also ein bisschen Kontinuität hat man zwischen einer First Fill und einer Second Fill. Gerade wenn man ein bisschen länger dort im Fass lässt. Also das war einer meiner Highlights, glaube ich, jetzt hier von der letzten SMWS Outturn. Und ich glaube, das war hier für meinen April, mein Outturn, auch mein Highlight. Mein Lowlight war, das werde ich hier nochmal einfach mal hochhalten, denn ich war von dieser Flasche mehr als enttäuscht. Nee, falsche Flasche. Das war hier der Ben Riach. Easy Drinking in Moorish. Also, ich habe die Echse gekauft wegen diesem Begriff Moorish. Und weil ich wusste, dass es Ben Riach ist und ich habe noch nie ein SMWS mit Ben Riach. Das hätte einfach eine Young und Spritty oder Spritey in Young werden müssen. Diese Flasche hier habe ich auch gekauft in dieser Outturn. Das war hier Gitimi Karien. Der war okay. Also, wer gerne ein Blair Ethel einfach so pur genießen möchte, war gut. Und jetzt sind wir bei Longmorn. Longmorn und ich gefallen einander relativ gut. Immer wieder hier mein Buch für alle Informationen, die ich nicht im Kopf habe. Longmorn produziert tatsächlich 4,5 Millionen bis zu 4,5 Millionen Liter Alkohol im Jahr. Das gehört zu Chivas Brothers, also Pernod Ricard. Auch eine interessante Sache. Gibt nicht sehr viele Abfüllungen jetzt hier von denen. 1893 hier gegründet. Ja, genau, Glen Lossie gab es schon und dann hat George Thompson und Charles Sherry 20.000 Pfund involviert und 1894 wurde es zum ersten Mal produziert. Ja, und 2016 gab es der 16-Jährigen und der 23-Jährigen, die ein bisschen re-released wurden. Es gibt diese alten, 16 Jahre alten Longmorn, wo alle davon schwärmen. Eine, da habe ich da hinten. Irgendwann werde ich es auch machen und mit euch auch teilen. Oh, also der 17-Jährigen gefällt mir in der Nase doch ein bisschen besser. Da habe ich ein kleines bisschen eine bitterer, bis hin zu leicht Schwefelnotchen gehabt, der hier gar nicht da ist. Schön. Also, Solange. Oh ja, oh ja. Nice. Ich glaube, ich will gar nicht Wasser reintun. Also das ist sehr lecker. Also ich und Longmorn hier vom SMWS, das ist eine schöne Kombination. Einen weiteren Tipp, Glenmorey, auch vom SMWS. Hervorragend. Auch wenn man hingeht zu Glenmorey. Tolle Distillerie, tolle Leute, die dort arbeiten. Graham ist leider weggegangen und jetzt arbeitet für Dingle, aber egal. Da ist jemand, eine Frau hingekommen, sie macht tolle Arbeit auch. Handfills. Handfills von Glenmorey, absolut eine Wonne. Es ist fast eine Schande, dass sie ihre tolle, tolle Spirituose bei Glenmorey dort auf Supermarkt 40% runter distillieren und dass das Massenprodukt hauptsächlich verkauft wird. An Glenmorn, das Problem ist, es geht in Blend. Also Chivas Regal. Also hier. Oh, wow. Meine Chivas 18 ist gar nicht greifbar. Naja, so ist das momentan. Doch! Ah. Genau, also hier ist einiges davon drin. Also Strathider ist mehr drin, aber trotzdem ist ein bisschen Glenmorn drin. Und so weiter und so weiter. Alles, was dann Chivas Brothers rausbringt. Boah, ist der gut.
Boah, ist das ein 2 irgendwie? Vielleicht ein solide 2. Gehen wir hier rüber zu unserer 15-Jährigen. Welche ist besser? Meine erste Reaktion war, wieso, wieso, wieso? Und dann merkte ich, schmecke Holz. Bis hin zu Ende, ein bisschen Bitterkeit habe ich denn da. Manchmal, haha, jetzt ist die Frage des Tages. Manchmal ist es besser, ein Second Fill Bourbon Fass zu nehmen. Das heißt, in Amerika schon benutzt, einmal schon in Schottland benutzt und das dritte Mal jetzt hier abgefüllt, wenn man etwas länger reifen möchte. Ja, also das hat schon einiges mehr an Holzeinfluss. Das hier umso weniger. Wow, dieses Experiment freut mich echt. Und jetzt wiederum muss ich ein Lob aussprechen. Ich habe sowas von S&S beschimpft bei den Easy Drinking Moorish. Das war meine Enttäuschung des Monats bisher, muss ich fast sagen. Also keine Ahnung, ob das im April oder Mai oder Juni oder wann auch immer das rauskommt, aber in diesem Monat, was ich bisher hatte, gefilmt wurde jetzt im April, ist das der Enttäuschung des Monats gewesen. Und da habe ich, warum, warum, warum SNS? Hier muss ich sogar einen besonderen tollen Lob aussprechen, denn diese Art der Vergleiche werde ich wahrscheinlich nirgendwo anders wirklich bekommen können. Der einzige Ort, der mir einfällt jetzt momentan, ist Scotch Universe, wo ich ein Fass 31 oder 231 mit 232 vergleichen kann, wo ein First Fill Bourbon Fass 15 Jahre alt mit ein Second Fill Bourbon Fass 17 Jahre alt und die Nuancen daraus zu probieren. Hier, der wurde tatsächlich auch am 7. September 2004, hier haben wir 17. September 2002, also alle 2 Jahre auseinander. Ob da die Produktion so viel anders ist, weiß ich nicht, denn damals, aber da war sofort deutlich, was der Unterschied war denn dazu. Oh, wow. Und jetzt bin ich begeistert. Jetzt bin ich hellauf. Ich bin nicht hellauf begeistert und werde meine Mitgliedschaft nicht dort inaktiv werden, sondern für solche Dinge, die ich gerade miteinander auch vergleichen kann, würde ich gerne das auch wieder erneuern. Man merkt, wie wankelmütig ich bin. Gerade was jetzt SMWs angeht manchmal. Meine Loyalität ist da noch nicht gewachsen wie bei anderen. Aber heute, Entschuldigung, in diesem Video bin ich von denen einfach mal hellauf begeistert. Gerade bei solcher Sache. Klammer auf. Leider im April 2020 gab es nur eine einzige alte Flasche in der gesamten Outturn, also alle Flaschen, die rauskommen. Und das war diese Flasche. Klammer zu. Schade. Ich habe ein neues Ziel. SMWS-Flaschen auszusuchen, die zwar in die zweite Abfüllung sind, Second Fill Bourbon, und 15 plus Jahren sind. Es muss nicht 30 sein, es muss nicht 22 sein, aber 14, 15 plus Jahren, weil das könnte echt ein Sweet Spot sein. Boah, ist der gut. Ich habe ein bisschen Probleme, da alles jetzt hier genau zu beschreiben. Deshalb, was ich tun werde, ist, ich werde tatsächlich mit Wasser einmal arbeiten und einfach euch daran teilhaben lassen. Die 59,1 sind irgendwie genial eingebunden. Besser, als ich gedacht hätte. Ich versuche mal 46 ungefähr zu treffen. Kann auch 43 werden. Also eine Heidehonig, eine fruchtige, getrocknete Früchte. Schön.
ganz, ganz kleine Herb-Moment am Ende, aber nicht störend. Also es kommt rein und ist schon vom Anfang an eine echt nette, leichte Fruchtbombe. Wir sind helle Früchten, wir sind gelbe Pflaumen, wir sind hier Holunder, wir sind hier Holunder ist nicht hell, trotzdem Holunder. Wir sind hier ein bisschen Limette, ein bisschen weiße Johannisbeeren, aber eine schöne Sache. Aha, zum Schluss mit Wasser kriegt ein bisschen mehr auch Holz da, ein bisschen mehr eine Herb-Moment, nicht bitter, eine Herb. Ein bisschen Estrogenz, aber nur leicht. Boah, der ist gut. Also, der kriegt von mir eine solide 2. Ja, kein 2 minus 2, kein 2 plus ein 2. Wow, sehr, sehr schön. Schön. Okay, gehen wir hier drüben nochmal. Im Vergleich heute. Wow. Ist das immer noch ein guter Whisky? Aber der Holz ist da prägnant, ist sehr, 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 sehr präsent. Was ich tun möchte, ist, ich möchte gerne einfach meine schlimmste Whisky des Tages oder der Monat eine Chance geben. Das war der erste Whisky, den ich heute hatte. Ich habe zwar einen Control-Whisky gehabt, den Benriach aus dem Jahr 2000, der einfach eine Bombe war. Und es kann sein, dass ich einfach nicht so gut war. Es kann sein, dass dieser Whisky einfach nicht gut ist. Und deshalb werde ich es noch ein letztes Mal hier probieren, nachdem ich hier einfach mal SMWS in dem Video dazu beschimpft habe und jetzt in dem Video hier zu den Longmoren gelobt habe. Mein Mund ein bisschen reinigen. Ich fand diesen Whisky nicht gut, deshalb müssen wir hier schauen. Wow, das ist aber noch schlechter. Ich war so filigran unterwegs und so schön hier mit unserer Longmorn. Und da ruiniere ich fast meinen Geschmacksnerven damit in dem Fall. Okay. Wow. Ich habe keinen Preis-Leistung gegeben für den Longmorn. Muss ich noch machen hier. Mann, 94,90 €, 17 Jahre alt, Fahrstärke. Oberlecker, also in 2 habe ich den gegeben für Geschmack, also Preis-Leistung. 17 Jahre und Verstärker ist nicht wow. Ich schwanke zwischen 3 und 3 minus. 3 minus. Ich könnte mich irgendwann für einen 3 überzeugen, aber naja, gut. Also, 1, warum hast du mich nicht gekauft? 2, kaufen. Das hier ist eine Kaufempfehlung, Leute. Also, wer das. Vielleicht ist die Flasche noch da, wenn dieses Video rauskommt. Wahrscheinlich nicht. Da gab es auch nur 185 davon. Und das war die einzige alte Flasche in der Outturn. Viel Glück. Vielleicht kriegt ihr das durch eine Auktion irgendwann mal. Was würde ich sagen hier? Eine 2 ist kaufen, 3 kann man kaufen, wenn man will. Und deshalb ist der Preisempfehlung jetzt hier kaufen, wenn man will und kann. 4 braucht man nicht. 5, warum wurde das Zeug hergestellt? Ja. Also hier mit dieser Flasche, oder Entschuldigung, mit diesen Flaschen haben sich SMWS heute zumindest in meinen Augen wieder erlöst von meinem Fluch. Haben sich wieder redeemed, also sich wieder einfach hochgearbeitet in meine Achtung. Ja, meine Frage des Tages ist, welche unabhängige Abfüller, die einfach mal eine 17 Jahre alte Fassstärke oder 16 plus Jahre alte Fassstärke raus auf den Markt bringen, findet ihr gut? Gibt es irgendwelche anderen Longmoren da draußen, die ihr kennt? Das wäre Frage Nummer 2. Und Frage Nummer 3 ist, wie macht ihr das mit Enttäuschungen bei Abfüller? Sagst du nö, nie wieder? Oder gibst du sie einen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Chance? Ab wann sind die für dich unten durch? Ja,
Viele Fragen, Whiskey Jason hier. Mich könnt ihr immer kontaktieren, whiskeyjason@gmail.com. Liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen. Danke, danke, danke. Auf meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe auch dort teil werden, Member werden. Also die Flaschen wurden leider schon verteilt. Und ihr könnt mich immer jeden Tag hier um 17:30 Uhr finden, beziehungsweise Sonntag um 21 Uhr. Vielen Dank, Whiskey Jason hier. Tschüss.